In diesem Video werden zusätzliche Optionen erklärt, welche im Chemotion ELN für die Erstellung von Reaktionen zur Verfügung stehen. Zusätzlich können Lösungsmittel oder Solvents mit Volumenangabe eingetragen werden. Falls diese nicht in der Liste im Suchfeld zu finden sind, können diese auch durch das grüne Plus-Symbol neu definiert oder per Drag and Drop als fertige Chemikalie in das Feld reingezogen werden. Es können mehrere Lösungsmittel gleichzeitig eingetragen werden, sowie ihr Volumenverhältnis. Sind die Volumina aller Lösungsmittel eingetragen, werden automatisch die molaren Konzentrationen der eingesetzten Substanzen berechnet. Außerdem können unter Conditions besondere Reaktionsbedingungen hinzugefügt werden. Weiter unten im Fenster werden der Name der Reaktion, der Status, die Temperatur, die Dauer, welche mit Datum und Uhrzeitangabe möglich ist, sowie Reaktionstyp und Rolle im Gesamtprozedere angegeben. Das nächste Feld bietet Platz für die Versuchsanleitung, wo teilweise vorgefertigte Texte von Standardprozeduren der organischen Synthese eingefügt werden können, über die verschiedenen Symbole in der Navigation. Anmerkungen, welche relevant für die Durchführung des Versuchs sind, jedoch nicht in eine Publikation einfließen sollen, können in der Anleitung kursiv geschrieben werden, sodass sie vor der Veröffentlichung einfach und gezielt aus der Anleitung entfernt werden können. Unter dem Description-Feld können noch die für die Aufreinigung speziell verwendete Methode, das hierfür benutzte Lösungsmittel sowie eine zusätzliche Beschreibung eingetragen werden. Weiter oben im Reiter unter der abgebildeten Reaktionsgleichung können unter Properties noch zusätzlich Gefahren sowie bei TLC Control Informationen zur Dünnschichtchromatographie eingetragen werden. Unter References können Literaturquellen und unter Analyses Analysedaten angelegt werden. Beim Eintrag für die 1H-NMR-Messung wird ein 1H-Count von 0 von 10 angezeigt. Dies liegt daran, dass die Angabe im Content-Feld nicht mit der erwarteten Protonenanzahl, die Chemotion anhand der Strukturformel ermittelt, übereinstimmt. Genauere Details werden in separaten Videos zur Analytik besprochen. Zuletzt können unter Green Chemistry Informationen
wie zum Beispiel der E-Faktor und so weiter, erhalten werden. Ist alles vollständig eingetragen, kann die Reaktionsgleichung abgespeichert werden. Nach dem Speichern kann die Reaktion jederzeit bearbeitet werden. In der obersten Leiste des Reaktionsfensters, auf der rechten Seite, findet man noch die Optionen ein Label oder einen Report zu der Reaktion zu erstellen oder das Fenster zu schließen.